Damit begrüße ich euch wieder in Kakariko. Und während meine Zipfelmütze noch ein bisschen Clipping durch den Schild betreibt, mache ich mich schon mal auf den Weg zum Goldenen Wolf, zur nächsten okkulten Kunst. Ich habe es nicht vergessen, die wohl da hinten auf dem Friedhof auf mich lauert. Aber das wird nur eine von den Punkten sein, die wo ich jetzt in dieser Folge auch noch bearbeiten werde. Der nächste Ding wäre ja dann, wir haben ja den Schattenspiegel oder zumindest eine Scherbe davon, aber wo ist die nächste? Gemessen an Aussage damals, Heiliger Hain. Das ist zumindest schon mal ein Anhaltspunkt, aber erst kümmern wir uns um das hier. Vor allem, das dürfte jetzt der goldene Wolf sein, von dem ich nicht mehr weiß, was er eigentlich war. Was hatte der jetzt nochmal für eine Kunst? Da bin ich jetzt auch äußerst gespannt. Ich bin auch erfreut, dich wiederzusehen. Nur noch wenige okkulte Künste. Ist ja schon fast schade. Diese Techniken sind zwar teilweise gefährlich, wie das Blankziehen ist, wo doch ein bisschen weniger Abwehr hat, aber auch möchte ich noch die restlichen lernen. Und genau das mit dem Blankziehen möchte ich noch kurz mal von mir wissen. Ja, da, sieh, ich bin hier und zack, da bist du auch schon wieder weg. Die Blankziehtechnik. Ich mag sie sehr gerne. Riesensprungattacke. Was war jetzt immer eine Riesensprungattacke? Im Hinterkopf hatte ich irgendwie, dass das gar nicht mal so sprunghaft war, oder doch? Die normale Sprungattacke hat eine enorme Angriffskraft, aber gegen mehrere Gegner ist sie wenig effektiv. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ah, ja, natürlich. Ich bereite den Sprungangriff vor und hau dann noch mit viel größerer Wucht auf den Boden. Eine etwas härtere Druckwelle für die Gegner. Dann treffe ich nicht nur ein, sondern gleich mehr. Ja, genau, so wie er jetzt dupliziert. Wie er auch immer das macht. Und? Bam! Oh, na, knapp. Ein beeindruckender Schlag. Vergiss nie im richtigen Augenblick loszulassen, um das noch rechtzeitig zu entfesseln. Der hat es trotzdem gelten lassen, okay. Ich dachte eigentlich, ich soll alle umpfeffern. Egal. Ein Sprungangriff, der wohl etwas mehr Wucht hat. Etwas Schockwelle von sich gibt und deswegen auch mehrere Gegner treffen kann. Ist von mir jetzt nicht unbedingt so bevorzugt, aber durchaus eine eindrucksvolle Technik. Die wird sicherlich auch noch die eine oder andere Verwendung finden. Ich besitze nun schon fast alles, was einen Helden ausmacht. Fast. Fühle ich schon den Mut und die Kraft, mich dem wahren Gegner zu stellen? Na, ich weiß ja, das ist alles hier absolut hartes Training. Tag ein und Tag aus. Ich muss immer wieder betonen, Pause ist nicht so wirklich aktiv. Eigentlich müsste er sich ja Unmengen an Energy Drinks reinpfeffern, damit er überhaupt klarkommt mit den ganzen. Und selbst dann ist es ja eigentlich heftig. Hey Käfer, ich habe die doch eigentlich schon mitgenommen, aber ich will bloß mal sicher gehen. Ja, genau, ich hab dich. Nur, dass ich vorher Bescheid weiß. Nun gut, welche Vorschläge haben wir denn jetzt? Ich hab die Riesensprungattacke. Aber das bringt mich trotzdem den Ziel nicht unbedingt weiter. Wenn wir uns mal die Karte anschauen. Der Riesenhain, der war ja in etwa hier, glaube ich, war es. Genau. Das wäre eine Idee. Allerdings könnte ich natürlich auch noch ganz kurz... Habe ich denn schon alle Käfer abgegeben, die wo ich habe? Ich warfe mich mal ganz kurz nach Hyrule, weil wir hatten ja jetzt auch schon wieder ein bisschen Abenteuer mit der Bergruine. Das heißt, ich kann mir mal einen kurzen Augenblick gönnen und mal auch wieder außerhalb den Dungeons ein bisschen zu schauen, was da so geht. Möglicherweise kriege ich einen Brief? Nein?
Doch, das war so vorhersehbar. Und damit einen guten Tag, wieder einmal Briefträger. Zwei Briefe sogar. Recht herzlichen Dank und abdampfen. Frage mich, wie denn seine Bezahlung ist. Auf jeden Fall macht das mit Leidenschaft, das ist natürlich schon mal der eine Aspekt. Briefs. Hier. Mal runter scrollen. Das und das was, glaube ich. Moment. Jetzt bin ich so drüber gestolpert. Habe ich letztens den Brief auch nicht. Ich lese jetzt einfach mal den auch noch vor. Ich glaube, den habe ich letztens gar nicht gelesen. Ich hatte ihn einfach in die Hosentasche geschoben. Das übliche Syndrom halt. Ein Brief von Prinzessin Agneta, die wo ich danach auch noch besuche. Letzte Nacht hatte ich einen seltsamen Traum. Ich war eingehüllt in lauter Schmetterlinge und mit ihnen zusammen bin ich geflogen. Ich sah auf Hyrule-Stadt herab und konnte den Leuten winken. Einige winkten sogar zurück. Nach einer Weile brachten mich die Schmetterlinge wieder zurück auf die Erde und legten mich sanft auf meinem Bett ab. Und dann sagten sie, bis demnächst. Ach, ich wünschte, ich könnte wirklich fliegen. Der Traum vom Fliegen ist jetzt nicht unbedingt auf eine Person beschränkt, den haben mehrere. Aber mit Schmetterlingen, das ist natürlich dann wieder was anderes. Da verbindet sich glatt mal wieder zwei Leidenschaften, Insekten und Fliegen. Der nächste Brief ist von der Touristeninfo. Die Touristeninformation Ranele informiert. Genießen Sie Freizeitspaß inmitten herrlicher Natur. Tina und Sina bieten neue Attraktionen, die jung und alt begeistern werden. Sie finden beide flussabwärts vom Wasserfall an der Höhle der Zoras. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Ja, natürlich hatte ich den schon mal. Tina mit ihrem Kanu und Sina mit ihrem Angelteich. Habe ich auch beide schon mal besucht, deswegen kenne ich sie ja so gut. Aber der hier ist jetzt neu. Die Frau des Schneemenschen, Matonia. Entschuldige, dass wir uns gar nicht richtig um dich kümmern konnten, als du neulich zu Besuch warst. Ich wollte dir nur kurz schreiben, dass es mir wieder viel besser geht und ich mit meinem Mann wieder öfters rodeln gehe. Wenn du es auch mal probieren willst, komm doch einfach in den Schneebergen vorbei. Wir haben hier fantastische Pisten. Stimmt ja. Rodeln. Oben ein bisschen Snowboard fahren. Das konnte man ja jetzt auch nochmal machen, wenn man denn nochmal ein Herzteil abgreifen will. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwann mal Lust. Aber für den Moment. Hyrule-Stadt. Hurra. Wo könnte ich denn mal nachschauen? Ich war eigentlich noch nie hinten in der einen Gasse. Aber da ist doch dieser eine freundliche Hund. Den will ich unbedingt mal wieder besuchen. Dürfte in etwa die Richtung gewesen sein? Ich dachte, ja doch, das ist die Richtung. Da ist auch übrigens der etwas unfreundliche Doktor. Und der Hund. Hund? Oh Gott, Hund ist nicht da. Aber sein Knochen. Schade. Vielleicht ist der Hund ja im Häuschen. Vielleicht soll er während des Tages über nicht draußen rumlaufen. Na, da ist ja der Doktor. Ja, kennen wir dich nicht. Ja, der Zorang wurde gerettet, aber nicht von dir, alter Greis. Obwohl es gar nichts einbringt. Nicht sehr vorbildlich. Du Arzt? Ich weiß nicht, ob Ili über dich gesprochen hat. Glaubst du, dass es etwa nicht berechtigt gewesen wäre? Von dieser Perspektive aus, seine Augen durch diese Brille. Heftig. Also ein Giftblick ist es wirklich. Ich weiß nicht, ob das förderlich ist für einen Patienten. Aber auch obwohl er jetzt nicht geholfen hat, er kann trotzdem natürlich seinen Tätigkeiten nachgeben, wenn ich den Geld habe. Aber momentan bin ich ja nicht wirklich verletzt. Aber dafür interessieren sie sich jetzt ja schon.
was Ilya über ihn sagen würde. Ja. Hat Angst um seinen Ruf. Komischer Doktor. Hätte er mal besser agiert. Ach, da ist der Wuffi. Hey, Wuffi. Braver Hund. Kann man gerade mal mitnehmen. Hier ablegen. Wedel, wedel. Das ist echt sehr interessant, wie anhängig die Tiere auch dann sind. Obwohl sie dich eigentlich nicht mal so richtig kennen, sind sie trotzdem alle Vollgas dabei. Alle Katzen dieser Stadt. Wenn du die Stadt durchstreifen würdest, das ist irgendwie wie, als ob du die Zauberflöte hättest. Schon fast, als ob du automatisch die ganze Zeit den einen anderen Song tröten würdest. Während du eine gewisse Gockelmaske aufhast. Ach Mist, hier ist zu. Da ist übrigens der Ding drin. Giovanni. Casa Giovanni. Leider kann er aber nicht die Tür öffnen, weil... Ich weiß nicht, ein bisschen bewegungsunfähig momentan. Aber was heißt drum? Was kann man denn hier alles in der Einkaufsstraße alles erledigen? Dass wir uns leider nicht überall bedienen können. Alle Skyrim-mäßig. Nehmen wir doch mal die Flasche mit. Nehmen wir doch mal den Apfel mit. Oh hoppla, jetzt haben sie mich entdeckt. Scheiße. Hab das ganze Dorf wieder auf mich aufgebracht. Thelma. Ach weh. Wirklich, so richtig viele Sachen habe ich gar nicht in der Stadt zu tun. Ich könnte höchstens mal vielleicht ihnen helfen. Der am westlichen Tor immer noch wartet. Quellwasser, dann hatten wir von Ost nach West, von West nach Ost. Jetzt muss man wieder das Gespiegelte denken. Also, hier war das und hier ist wiederum ein Gerone gewesen, da wo die Brücke defekt war. Allerdings haben wir ja die Brücke mittlerweile repariert. Die nach mir benannt wurde, hoffentlich. Und auf der anderen Seite bin ich ja gekommen. Okay, das gucke ich mir mal ganz kurz an. Aber nachdem ich mir kurz die Zeit genommen habe, mit Agneta nochmal zu sprechen. Sofern ich denn noch Insekten habe. Ja, da 1, 2, 3, 4. Oh, da sind schon ein paar dabei, die wo ich abgeben könnte. Ich weiß nicht, wie viele Insekten brauche ich denn, um einen größeren Gapbeutel jetzt nochmal zu bekommen. Weil es könnte langsam aber sicher wieder anecken. Wenn ich jetzt schon in den nächsten Dungeon eintreten würde, kann ich mir gut vorstellen, dass das Geld wieder das Maximum erreichen wird, bevor ich da wieder draußen bin. Also sorge ich mal lieber vor. Versuch's wenigstens. Die Ameise sieht fast aus wie Mohn. Mal kurz überlegen. Naja, Ameisen sind klein, aber ob sie Mohn sind? Ich kann keinen Mohnkuchen heute mehr essen. Danke auch. Noch 18. Als nächstes habe ich für dich einen Schmetterling, von dem hast du doch schon geträumt. Ja, ich erfülle dir einen Traum. So ein bisschen. So zart, so elegant und das Paar ist komplett. Heißt, ich krieg das orangene Rubin-Dingens mit einem Wert von 100. Und noch ein Insekt in Form dieser Eintagsfliege, die jetzt auch schon bestimmt einige Zeit, naja, auf dem Buckel hat. Ich frage mich mal nicht, wie lange die jetzt eigentlich tot sein müsste und so. Ich würde mir nie die Frage erlauben, ob sie morgen wiederkommen sollte, dürfte. Da muss man sich aber erstmal die Frage stellen, wann bitteschön kommt man bitte in die Situation, eine Eintagsfliege sowas zu fragen. Die Fantasien eines insektenbegeisterten Mädchens. Hier hast du eine Heuschrecke. Immer ganz grün ums Herz.
Wenn man sich mal ihr Herz ansieht, wird es wahrscheinlich wirklich grün sein. Insektengrün. Genauso wie wahrscheinlich ihr Blut. Hier hast du eine Libelle. Mit ganz vielen Augen. Was gäbe sie wahrscheinlich dafür, so Facettenaugen zu haben? Würde wahrscheinlich aber ihrer Anmut ein bisschen abträglich sein. Tihi. So, jetzt hier noch die letzte Libelle und dann befreie mich mal hier aus diesem Sammelwahnsinn. Tada! Cool. Mist, 13. Wie viel sind es insgesamt? 14, oder? Da habe ich jetzt genau einen Insekt zu wenig, oder? Ich weiß nicht, ob es die Hälfte war. Blöd. Auf jeden Fall habe ich keinen größeren Gipfel. Das ist jetzt genau das Gegenteil von dem, was ich wollte. Andererseits kann ich es mir ja sowieso leisten, weil ich ja momentan noch frei bin, was das anbelangt. Und dann noch bei Maro vorbeischauen. Weil ich möchte daran erinnern, da ist ja schon die nächste Spendenaktion am Laufen. Mit der Brücke allein ist es ja nicht getan, da ist ja noch dieser eine Markt, der übernommen werden möchte. Und Power Investor Maro weiß natürlich, wie sowas geht. So eine Firmenübernahme. Aber er braucht halt noch ein bisschen Kapital dazu. So, an euch kann ich gerade mal die neue Technik austesten. Oh. So, einfach mal den Pfeil abgewehrt. Tja. Swing! Ich habe ihn zwar nicht weggestoßen, aber den Pfeil abzuwehren mit so einer Attacke ist ja dann fast schon eindrucksvoller. Ja. Da ist er ja. So, jetzt aber, du liegst doch hier jetzt schon seit ewigen Tagen und sonst was rum. Anstatt irgendwas zu tun, liegst du einfach bloß da. So dösig, wie du aussiehst. Und natürlich ist zwar die Brücke da, aber er fühlt sich so schwach. Er braucht unbedingt Quellwasser. Unbedingt. Ja, toll. So, jetzt kann ich den Kleinen sagen, sein Dad ist ein fauler Pelz, fauler Sack. Der hockt einfach an der Brücke, macht nichts und wird jetzt auch die nächsten Tage nichts machen. Außer wenn ich vorher noch was anderes erledige. Und zack! Auf den Angriff folgt die Strafe. Und Helmspalter! Vollgas Acrobatic Action. Super Hit. On the head. Kritisch. Und alles, was dazugehört. So, an und für sich, wenn man sich überlegt, ist der Helmspalter ja wirklich doch eine recht kritische Attacke. Denn was will man denn bitteschön schon anders treffen als den Kopf? Ach, Moment, ich muss nach Süden. Süden war hier. Es ist zwar nicht das gleiche, würde ich mal sagen, wie so ein auf den Gegner gesprungener Fangstoß. Aber trotzdem. Jetzt, Lady, lassen Sie mich weitergehen. Danke. Nein. Das ist der Nachteil, wenn man auf der A die kontextsensitive Taste hat. Für Sprechen und Rollen gleichzeitig. Bedeutet, roll mal bitteschön durch eine ganze Gegend, wo du lauter Leute ansprechen kannst. Das Ergebnis hat man gerade eben gesehen. Falls sich jemand fragt, was ich machen möchte, da war ja dieser andere Gorone. Und wenn mich nicht alles täuscht, war er doch, glaube ich, irgendwie involviert, wenn es um dieses Quellwasser geht. Also, was geht? Ach nee. Das ist der nächste Waschlappen, der unbedingt Quellwasser braucht. Ach. Jetzt lass mich mal nochmal überlegen. Hatte er den Quellwasser?
Und vor allem, wie konnte ich da nochmal hoch? Wie ging das jetzt nochmal? Mein Gefühl sagt mir, das ging eigentlich relativ simpel. Aber auf der anderen Seite ist da noch irgendwas, was ich machen muss. Kurzer Jack. Na ja, fast. Wenn ich nicht ausgerutscht wäre, hätte es vielleicht funktionieren können. Na, ich weiß es nicht mehr ganz. Hat wahrscheinlich auch irgendwas mit dem da oben zu tun. Vielleicht. Ah, da bin ich jetzt überfragt, wie das war. Um das kümmere ich mich ein andermal. Sollte ich denn dann vorbeikommen und unbedingt das haben wollen. Ich erforsche jetzt nochmal ganz kurz die Möglichkeiten, um an Quellwasser zu kommen. Ansonsten geht es nochmal ganz kurz nach Kakariko und dann mache ich mich schon bereit für den nächsten, richtig nächsten Hauptpart von der Story. Ja, alle wollen Quellwasser. Der Älteste im Dorf, ja, das ist jetzt... Ach ja, stimmt. Ja, mit einer ist schon recht. Die macht immer so einen Aufwind drum. Die werden doch sowieso dann ziemlich erfreut gucken, wenn auf einmal der Wolf verschwindet. Der Älteste im Dorf. In Kakariko sogar wahrscheinlich. Ah ja, doch, doch, da, ja. Stimmt. Ich weiß was von dem Fass. Aber ich wusste jetzt nicht mehr ganz genau, wo es abzuholen war. Das war hier. Haben wir kurz so die, den etwas Schaden dazu weggehalten, wo die Pfeile da mir gegeben haben. Ach ja. Finde den Fehler. Da fehlt noch was. Kann ja dem Meditierenden relativ egal sein. Aber um ganz sicher zu gehen. Was ich mal anmerken wollen würde, wenn da jemand aus dem Fenster schauen würde, wüsste er die ganze Wahrheit. Plot Twist. Ja, ich kenne den Jungeron. Und auch das mit dem westlichen Tor. Kannst du mir zufälligerweise das geben? Tatsächlich. Na gut, wenn du mich mit der Auftrage, mit diesem Auftrag hier beauftragen willst. Ah, ich muss zusätzlich nur aufpassen, das Quellwasser, es kühlt schnell ab. Es muss schön heiß sein. So ein schönes heißes Quellwasser eben. So, und jetzt kommt die große Herausforderung. Maro hat sogar schon Fässer. Oh, stimmt. Ah, complicated. Geh weg. Nerviges, wirbelndes, verfolgendes Ding. Warum müssen wir mich immer stressen, wenn ich gerade wichtige Sachen transportiere? Nein, 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 nein. Oh, jetzt ist es kalt geworden. Jetzt, du so dummes Ding. Du bist auch nicht viel besser. Geh mal her da, ich reiß den Bugel auf mit meinem Schwert. Dammit, dammit, dammit. Ja, und einen schnellen Checkpoint ist natürlich auch nicht drin. Ah, muss ich zurückwarten. Das eskaliert alles immer nur wegen den blöden Gegnern. Ich schieb alles auf die Gegner drauf. Das ist echt mal. Ja genau, vor allem du da hinten. Bleib mal schön eingefroren. Für den Rest meiner Spielsession. Das werden wir sehr gelegen kommen. So, zurückverwandeln. Schaut da keiner her. Brauchen einen neuen Versuch. Ich hoffe, du hast noch mehr Fässer. Gib mir ein neues Fass, aber auf die Schnelle. Ich habe wirklich nicht die ganze Zeit. Ich muss ja eigentlich hier noch ganz wichtige andere Sachen machen. Unwesentlich wichtiger.
Oh, was weiß ich schon. Da vorne ist doch der eine Gorone schon. Ich muss nur dieses Fass zum Gorone bringen. Nur schnell davor. Es ist nicht tragisch, einfach bloß davor. Nein, du Flugviech. Nein, du Flugviech. Nein, ihr... Wo, ey? Ihr Viecher! Damn it! Damn it! Jetzt reißen sie es aber mal wieder gewaltig raus. Ich kann sie auch nicht vorher killen, das wäre die andere Sache. Moment. Den Spaß gönne ich mir noch. Ekelhaften Viecher. Damn it. Wie nervig so Kakteen sein können. Kakteenähnliche Viecher. Auf einen Versuch lasse ich sie noch ankommen. Wie war denn das? Da, ich durfte das Fass ablegen, und dann könnte ich... Ja, ich muss halt verschiedene mal Strategien mal ausversuchen. Aber wie gesagt, aus den FF immer alles rauszupfeffern, wie alles hundertprozentig genau gegangen wäre, ist nicht unbedingt möglich. Außer man ist natürlich Extreme Gamer, aber das ist was anderes. Neues Fass bitte. Zum Glück berechnet mir der auch nichts. Das wäre sonst echt blöd. So, ich schleiche mich hier ganz am Rand entlang. Sollten irgendwelche Gefahren auftreten, werde ich sie schleunigst entfernen. Schön da bleiben, Fass. Machen wir mal hier auf die simple Variante. Ah, nee, ich muss ihn nicht mal so schwer schwingen. Ich mache jetzt lieber... Naja, ich nehme es gleich mit. Ich muss mich auch beeilen, das kühlt ab. Das kühlt ab, vor allem in der Nacht. Die Lieferung muss schnell abgeliefert werden. Was war denn das für ein Zeitcounter? Oh, nächste Schwierigkeitsgrad. Bin nicht da, Vogelfiech. Geh einfach weg. So, das vorsichtig abstellen. Nicht auf mein Fass schießen, sonst wird's saures. Swing und dann doch nicht swing. Und gleich wieder mitnehmen. Ich hab's fast geschafft. Zumindest den ersten Corona. Nein! Die machen mir das Ding kaputt. Damn! Ich krieg ne Kollaps. Dämliche Viecher. Wie ging es denn nochmal auf die sauerste Variante? Wie hat man denn nochmal mit den Viecher? Vielleicht sollte ich auch nicht unbedingt in der Nacht. Vielleicht ist das einfach das große Problem. Los Mond, mach mal ein bisschen hinne. Jetzt dürfte ich eigentlich den Tag, diese Nacht hier ein bisschen vergehen lassen. Schade, dass es hier nicht den schönen Song gibt, um mal eben das Ganze irgendwie auf die schnelle Art und Weise zu lösen. Dummerweise kann ich ja auch nicht in der Nacht in Marus Markt rein. Tja, schade. Dann werde ich mal kurz... Was kann man in der Nacht noch erledigen, wenn man nicht jetzt gerade irgendwo in einen Laden rein möchte oder irgendwie den Gegner... mal nicht auf die Pralle rücken wollen würde. Damn Viech! Doch, die wissen, wie wir auf die Nerven gehen können. Komm her. Versuch doch mal ein Tackling gegen so eine Eisenkugel. Das tut bestimmt gut. Ja, das dachte ich mir. Bleib einmal stehen und du bist hart getroffen. Glaub's mir. Oder auch direkt, wenn es sein muss. Ach, ich habe eine andere Idee. Nachdem wir die Folge sowieso schon wieder einige Zeit vorweisen kann.
Platziere ich mich mal ganz sanft hier auf dieser Brücke. Damit ich wenigstens Ruhe habe. Verabschiede euch für diesmal. Hä? Mit ne? Sie erinnert mich bloß daran, dass wenn ich so Sachen zerbrochen habe, ich zurück nach Kakariko gehen sollte. Ja. Eins nach dem anderen. Ich verabschiede euch für diesmal. Fürs nächste Mal bin ich dann schon wieder am Tag angekommen. Deswegen. Ja, machen wir hier Schluss. Aber beim nächsten Mal geht's erfolgreicher, hoffe ich doch. Dann hier weiter bei Zelda Twilight Princess. Hadi und tschüss.